Hallo und herzlich willkommen zu Elder Scrolls Weekly, eurer wöchentlichen Dosis Elder Scrolls. Was soll ich da anderes sagen als, die Diebesgilde ist endlich da. Und um das entsprechend zu feiern, gab es nicht nur eine Überarbeitung der aktuellen Seite, also wenn ihr jetzt auf elderscrollsonline.com geht, dann werdet ihr die Seite in einem neuen, dunkleren Design vorfinden. Und ich war mir erst nicht sicher, ob es tatsächlich eine permanente Umstellung ist, aber es sieht tatsächlich so aus, als würden die das jetzt so beibehalten. Es gab schon mal eine, da wollte ich das auch schon mal verkünden, zu Orsinium, aber dann habe ich festgestellt, dass das damals nur eine Landingpage war, also eine Einmalseite, könnte man so sagen. Aber jetzt scheint das tatsächlich sich durchzuziehen, dass das Ganze in einem dunkleren Stil gehalten wird. Und obwohl ich kein Freund dieser dunkleren Seitenfarbe bin, muss ich doch sagen, dass der Effekt bei den Bildern ziemlich cool ist. Diese sind von Anfang an ausgegraut, was ein einheitlicheres Seitenbild ergibt. Aber wenn man mit der Maus drüber hovert, dann bekommen sie ihre volle Farbenpracht wieder. Sieht ziemlich cool aus und könnt ihr euch daher auch gerne mal ansehen. Wie gesagt, offizielle Seite elderscrollsonline.com. Aber es gab nicht nur diese Überarbeitung der Seite, es gab auch noch Matt Firor. Der hat sich nämlich an diversen Stellen zu Wort gemeldet, unter anderem in einem Interview mit MMORPG.com, aber auch sonst noch in einem offenen Dialog mit Fans, könnte man fast schon sagen. Und da gibt es diverse Sachen, die er eben über die neue Diebesgilde gesagt hat. Zum einen hat er dabei erwähnt, dass die Quests etwas kürzer gehalten wurden, als es bei Orsinium der Fall war. Und das sei Absicht. Ich hatte das auch in dem Video Lohnt sich die Diebesgilde schon angesprochen, dass der ganze DLC vom Umfang her irgendwie kürzer wirkt. Und hier hat er das eben adressiert und die Entwickler haben das bewusst gemacht. Dafür haben sie aber wiederum die wiederholbaren Aktivitäten eingeführt, also zum Beispiel die Heistmissionen, die Rückbeschaffungen und so weiter, um den ganzen Content eben weiter in die Länge zu strecken, um sie, wie er es nannte, theoretisch auch unendlich lang zu strecken, eben bis zum nächsten DLC und darüber hinaus. Ja, kann man natürlich auch so sehen, aber die wiederholbaren Aktivitäten, gerade die Heist-Missionen, gefallen mir persönlich erheblich. Sie sind mit das Beste im ganzen Spiel für mich und daher, die als wiederholbare Aktivitäten zu bezeichnen, ist schon fast ein bisschen zu negativ, aber naja, man muss halt irgendeinen Begriff dafür finden. Er hat auch noch wieder erwähnt, dass die Karte etwas kleiner ist. Das ist ebenfalls absichtlich, denn man hat sich gedacht, hey, wir haben so viele alte Gebiete bereits im Spiel, warum benutzen wir die nicht einfach mal? Und daher hat man eben auch wieder mit den wiederholbaren Aktivitäten die ganzen alten Gebiete ebenfalls wieder mit einbezogen. Bei der neuen Skill-Linie hat man sich ebenfalls bewusst dazu entschieden, dass es nur passive Fähigkeiten sind. Es gab durchaus mal ein bisschen Kritik daran, während der PTS-Phase, dass es eben keine aktiven Fähigkeiten gäbe. Das sei aber ebenfalls Absicht, denn sie wollten keine Skill-Linie einführen, bei der Spieler sich gezwungen fühlten, sie zu leveln und auch zu benutzen, denn es sollte keinen Einfluss auf den PvE oder den PvP-Content haben. Das führt im Umkehrschluss dazu, dass die Entwickler mehr Freiraum bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten haben und dass sie eben keinen allzu großen Einfluss auf das restliche Spiel haben. Denn es gibt viele Spieler, die sind einfach nicht daran interessiert zu schleichen. Und mit diesem DLC, mit der Diebesgilde, bekommt man halt sehr viel Content, der aufs Schleichen ausgelegt ist. Schleichen und Stehlen. Und mit den passiven Skills wird eben niemand dazu gezwungen, da sie halt keine aktiven Skills sind, die für andere Bereiche irgendwelche Vorteile bringen. Es heißt, es ist durchaus vorteilhaft für alle Spieler, wobei ich mir tatsächlich doch ein, zwei aktive Fähigkeiten gewünscht hätte. Kann ja sein, dass man die dann vielleicht nur außerhalb von Kämpfen verwendet, aber ich finde, das ist ein bisschen eine lahme Erklärung. Da hätte man durchaus aktive Fähigkeiten nehmen können und das ist jetzt fast schon eine kleine Entschuldigung, die er da vorbringt. Und ich hoffe, dass das mit dem nächsten DLC, der Dunklen Bruderschaft, dann vielleicht auch die ein oder andere aktive Fähigkeit geben wird. Denn, wie jetzt bekannt ist, wird man da auch in dem DLC aufs Schleichen setzen, auf das namensgebende Schleichen und Morden. Und dass man eben das Rechtssystem weiterhin fortsetzen wird und weiter ausbauen wird. Die Skills werden dann natürlich nicht in Bezug zur Diebesgilde haben, sondern zur Dunklen Bruderschaft. Eben passend zum DLC. Was es allerdings nicht mit dem neuen DLC geben wird, sind Respec-Möglichkeiten. Bisher war es sowohl bei der Kaiserstadt als auch bei Orsinium so, dass komplett alle Punkte, die man irgendwo verteilt hatte, zurückgesetzt wurden. Das ist mit der Diebesgilde schon mal nicht der Fall, traurigerweise, denn ich hatte da wirklich drauf gehofft, und das wird mit der zukünftigen Dunklen Bruderschaft und weiteren DLCs in der Zukunft nicht mehr der Fall sein. Die Entwickler wollen nämlich nicht, dass man jedes Mal den gesamten Charakter neu skillen muss. Sie verkaufen das Ganze hier so ein bisschen als eine Art Komfort-Feature. Andererseits sehe ich da eigentlich eher den Nachteil drin, weil viele Spieler werden trotzdem hingehen wollen, um neue Fähigkeiten zu skillen. Vielleicht auch, weil sie die neue Diebesgilden
Skill-Linie weiter ausbauen wollen. Vielleicht, weil sie die Lug- und Trug-Skill-Linien jetzt für den DLC haben wollen. Dann müssen sie halt die Punkte manuell zurücksetzen. In Zukunft gibt es allerdings die Idee oder das Vorhaben, dass man einzelne Skill-Linien mit DLCs zurücksetzt. Derzeit ist das technisch noch nicht machbar, aber zumindest die Überlegung geht in die Richtung und das wollen sie dann vielleicht schon mit der Dunklen Bruderschaft umsetzen. In einem zweiten Interview von Matt Fyra, dem Game Director, ich glaube, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, also er ist Game Director von The Elder Scrolls Online, ist also ein sehr wichtiger Mensch dort bei ZeniMax. Das heißt, wenn er etwas zu sagen hat, dann hat das durchaus Gewicht. Und gerade in dem Licht sollte man auch die neuesten Aussagen von ihm betrachten, denn für ihn ist, ich zitiere, Teso kein MMORPG im traditionellen Sinne. Für ihn ist das Ganze mehr ein Online-Rollenspiel oder ein Online-RPG. Für ihn hat der Begriff, oder für ZeniMax, weil er halt für die Firma spricht, MMORPG hat als Begriff zu viel Ballast bzw. Vorurteile, die es mit sich bringt. Denn viele Spieler denken bei dem Begriff MMO zurück an diese WoW-Zeit, der in South Park schön charakterisierte WoW-Nerd, der alte Mann mit Glatze, sehr korpulent und alt im Sinne von 30 und ja, ungepflegt, fettig, zu viel, egal, ihr kennt das Klischee. Und daher wollen sie sich eben, oder wollten sich vor allen Dingen im Marketing, von diesem Begriff ein bisschen distanzieren, denn für sie ist es kein traditionelles MMORPG wie aus dem Jahr 2014, sondern ein expansives Elder Scrolls Spiel. Die Richtung, die sie gehen, macht natürlich Sinn, denn Teso ist in erster Linie ein Elder Scrolls Spiel mit Multiplayer-Komponenten und da man gerade die Tradition der Singleplayer-Spiele hatte, wo man eben schon eine sehr große Fanbase mit sich gebracht hat, macht es Sinn, auf diese Spieler das Marketing zuzuschneiden und eben zu sagen, hey, wir sind ein Elder Scrolls Spiel immer noch in erster Linie und wir haben diese Multiplayer-Komponenten. Wir sind aber nicht so ein WoW, wie es damals war. Damit haben sie nichts zu tun. Und daher fühlen sich eben mehr die Rollenspieler angesprochen, mehr durch das Rollenspiel und weniger durch MMO. Aber schlussendlich muss man sagen, egal wie sie es tituliert haben, Teso läuft fantastisch. Wortwörtliches Zitat von Matt Fyra. Allerdings sagt er auch, dass Teso zwar von den ganzen Zahlen her ziemlich gut sei, aber dass es in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wird. Das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Radar. Und das habe ich letzte Woche auch festgestellt, weil ich mit jemandem die Diskussion geführt hatte, mit Julian, und hatte mir gesagt, ja, Teso ist so ein Spiel, das hat nicht viele Spieler, aber man kann ja den Entwickler trotzdem unterstützen, etc. Woraufhin ich geantwortet habe, ja, das Spiel hat gar nicht so wenig Spieler. Also ich persönlich gehe von 2 bis 3 Millionen Spielern aus. Tendenziell mehr vielleicht sogar mittlerweile. Und das bestätigt sich durch die Aussagen, dass eben gesagt wird, Teso läuft fantastisch. Aber in der Öffentlichkeit wird wenig darüber berichtet. Auch wenn man im Internet mal rumguckt. Es gibt wenig Seiten, richtige Fanseiten über Teso. Da muss man schon wirklich suchen. Und denn viele von denen haben mittlerweile einfach schon seit langer Zeit dicht gemacht. Was natürlich auch mit der Zeit vor der Umstellung auf die Buy-to-Play-Sache zusammenhängt. Aber naja, für sie ist es auf jeden Fall kein MMORPG. Das heißt, wir sollten uns alle daran gewöhnen, es ein expansives Elder Scrolls Rollenspiel zu nennen. In Zukunft. Vielleicht hat da jemand noch eine griffige Formulierung parat, die das besser klingen lässt. Naja. Könnt ihr mir gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, so wie ihr es bei der letzten Diskussion auch getan habt, wo ich euch nämlich ganz simpel gefragt habe, ob ihr euch die Diebesgilde holen werdet. Den, wie ich finde, besten DLC, den es bisher zu Teso gab und ich hoffe natürlich, dass die Dunkle Bruderschaft das noch toppen wird, aber ich sehe da schon wenig Potenzial, das noch besser zu machen. Einfach noch eine zweite Diebesgilde 2.0, dann halt mit dem Überstülpen von der Dunklen Bruderschaft, das würde mir auch schon völlig ausreichen. Naja, auf jeden Fall gab es eure Beiträge und da gab es ein paar sehr interessante, auf die ich jetzt eingehen möchte. Und der erste davon kommt von Nerb. Klar werde ich mir die Diebesgilde holen, einfach weil ich denke, dass jeder PvE-Inhalt, den man bekommen kann, auch ausnutzen sollte. Zumal ich durch Ursinium und die damit verbundenen neuen Rezepte, Sets und so weiter schon ordentlich Geld gemacht hatte und das eigentlich ganz gerne nochmal versuchen würde, da ich im Moment sowieso ein bisschen auf dem Trockenen liege. Trotz alledem interessiert mich natürlich auch die mit der Diebesgilde verbundenen Lore und die neuen NPCs. Es ist Zufall, dass ich diesen Kommentar als allererstes hier gerade genommen hatte. Ich habe einfach auch zufällig gedrückt bei denen, die ich rausgesucht hatte. Und ja, der erste spricht natürlich direkt die finanziellen Gründe an. Denn man zahlt natürlich das Geld für die Diebesgilde, um in-game Geld zu machen. Das war mir bisher noch gar nicht so bewusst, dass man mit Ursinium tatsächlich auch so viel Geld machen konnte. Wenn drüber nachdenkt, macht das echt Sinn. Also, da gibt es ganz viele neue Sets, ganz viele neue Rüstungen und Rezepte und alles Mögliche. Und gerade an Spieler, die das nicht haben, kann man da bestimmt die ein oder andere Sache verkaufen und damit das ein oder andere Gold machen. Aber ja, auch hier ist natürlich die Lore wieder ein sehr wichtiger Faktor. Warum die neuen NPCs, weiß ich nicht. Vielleicht
ja, hier der Kriegshäuptling. Nee, der hieß nicht Kriegshäuptling, aber ja, ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Und auch die Orkin, die da die Stadt neu erbaut hat, die Mutter, sind schon interessante NPCs, kann man nicht anders sagen. Naja, das Finanzielle steht natürlich im Vordergrund. Ganz eindeutig, tut's doch immer. Und ich hatte ihn eben schon angesprochen, Julian. Der hat nämlich auch einen Kommentar angesprochen, den ich hier zitieren möchte. Und er schreibt hier Folgendes zur Diebesgilde. Ich hole mir die Diebesgilde, weil ich Teser trotz meiner erst 15 Stunden Spielzeit schon unglaublich cool finde und die Entwickler unterstützen müsste. Sind ja relativ wenig Spieler. Und ich die Art von Spielstil sowieso mega gut finde. Im Grunde genommen habe ich es schon vorweggenommen. Das kommt davon, wenn man sich die Kommentare einen Tag vorher raussucht und dann das Kurzzeitgedächtnis zuschlägt. Ich habe im Grunde genommen vorweggenommen, dass dieser Kommentar darauf eingeht, dass es relativ wenig Spieler sind. Ich wiederhole einfach nochmal kurz, ich gehe davon aus 2 bis 3 Millionen Spieler. Ich könnte es auch noch weiter ausführen zum Beispiel. Wir wissen, von den Zahlen her gibt es keine offiziellen Zahlen, aber es gibt die Spekulation, dass mit dem Konsolenrelease auf... Entschuldigung, wenn ich jetzt die Konsolen verwechsel, aber ich glaube, auf der Xbox One waren es um die 840.000 Sales und auf der PlayStation 4 irgendwie um die 750.000, 760.000 Sales. Das alleine macht also schon mal um die 1,5 bis 1,6 Millionen aus an Spielern. Dazu kommen natürlich noch die ganzen Leute, die auf der PC-Version spielen, sowohl die mit der Ursprungsversion angefangen haben, als auch die, die mit der Buy-to-Play Umstellung neu dazugekommen sind, und daher würde ich schon sagen, dass es Minimum die Zahlen erreicht, die auch auf der Konsole vorhanden sind. Das heißt, rechnen wir da ungefähr nochmal 750.000 drauf, dann sind wir bei knapp über 2, fast schon 2,5 Millionen. Keine schlechte Zahl, oder? Für ein MMO heutzutage. Aber wir können hier natürlich leider nichts sagen zu irgendwelchen offiziellen Zahlen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn man vergleicht halt doch ganz gerne irgendwo die ganzen Teilnehmer auf dem Markt und ja, Firmen gehen halt ungern hin und veröffentlichen diese Zahlen, weil sie dann halt tatsächlich auch in dieser Vergleichssituation sind mit anderen Spielen und Spieler das doch immer ausnutzen in Argumentationen wie, weißt, ihr habt doch so und so viele Spieler weniger als das und das Spiel, ihr seid gescheitert. Ja, so läuft das heutzutage im Internet. Aber mittlerweile ist ja selbst World of Warcraft hingegangen und veröffentlicht keine Abonnentenzahlen mehr. Soll etwas heißen, oder? Auf jeden Fall möchte ich noch auf einen dritten Kommentar eingehen, bevor wir jetzt uns ewig lange in Zahlenthematiken verstricken, und der kommt von Otaku of Mine. Und nein, ich habe deinen Kommentar nicht ausgewählt, weil du dich darüber beschwert hast, in Anführungsstrichen, oder traurig darüber warst, dass du letzte Woche nicht dran gekommen warst. Geht ja auch nicht jede Woche. Auf jeden Fall habe ich diese Woche den Kommentar mit reingenommen, weil ich einfach den Kommentar gut finde. Und sie schreibt nämlich wie folgt. Hole ich mir die Liebesgilde? Auf jeden Fall. Das war mir schon klar, bevor der DLC überhaupt angekündigt wurde. Ich bin halt ein totaler Testcrack und möchte nichts verpassen. Einzige Ausnahme ist die Imperial City. Aber das hole ich nach, wenn ich mal genug Geld überhabe. Allein wegen der Lore und des neuen Contents. Deswegen lohnt sich die Liebesgilde. Und es verkürzt die Zeit bis zur dunklen Bruderschaft. Ja, ich würde das Ganze nicht nur als Lückenfüller sehen bis zur dunklen Bruderschaft. Ich denke, die Liebesgilde bietet genug, um auch auf eigenen Füßen zu stehen, aber... Als jemand, der die Lore mag, ist die Kaiserstadt überhaupt interessant? Würde mich einfach mal interessieren, denn für mich ist das ein DLC gewesen, der eigentlich nur neue Systeme implementiert hat. Es gab keine großartige Storyline drumherum. Klar, es gab da so eine kleine mit einer Terra-Invasion, aber für mich persönlich war das jetzt kein Lore-DLC oder Story-DLC, sondern tatsächlich ein Mechanik-DLC, wenn man das Ganze so ein bisschen aufsplitten möchte. Ausenium dagegen war für mich ganz klar ein Lore-DLC und die Liebesgilde ist jetzt eben eine Mischung aus beidem, ein Lore-Chanik. Ja, wir brauchen auch dafür noch ein Wort. Das finden wir dann beim nächsten Mal heraus. Aber ansonsten, ja. Viele Leute mögen sich die Liebesgilde holen, viele Leute wollen sich die Liebesgilde holen und mal schauen, wie viele es dann tatsächlich tun. Wir werden die offizielle Zahlen erfahren, aber ich denke, dass der DLC schon ziemlich gut einschlagen wird, weil, wie gesagt, es ist für mich der beste der drei DLCs und nicht nur für Test-Cracks oder Test-Lore-Interessierte, sondern auch noch für Spieler etwas, die an neuen Mechaniken interessiert sind. Man hat also hier quasi den Mittelweg mal genommen und hat damit jetzt alle Versionen ausgetestet. Mal schauen, wie das dann mit der dunklen Bruderschaft fortgesetzt wird. Und wo wir eh gerade bei Fortsetzungen sind, möchte ich mit euch in der neuen Diskussion so ein bisschen die Thematik von Madfire wieder aufgreifen und fortsetzen. Was Teso eigentlich ist? Er hat gesagt, Teso ist kein MMORPG. Ich gehe davon aus, dass es größtenteils aus Marketing-Sicht ist, denn okay, es gibt definitiv Vorurteile gegen den Begriff MMO. Können wir nicht hinwegtäuschen. Viele Leute auf der Straße, die man so anspricht, und auch meine Kollegen auf der Arbeit zum Teil, wenn man denen das Wort MMO oder World of Warcraft sagt,
da sind dann noch einige Vorbehalte durchaus vorhanden, wobei ich auch sagen muss, es ist schon erheblich besser geworden in den letzten 10 Jahren. Damals war es noch deutlich schlimmer, heute sind MMOs ein Stück weit mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie die gesamte Videospielbranche auch. Und wenn man das dagegen mal als Kontrast nimmt, Skyrim ist deutlich anerkannter in der Gesellschaft. Wenn man die Leute auf der Straße tatsächlich mit Skyrim konfrontiert, die kennen das zum Teil oder haben zumindest schon mal etwas darüber gehört. Und sie haben es definitiv in positiverer Weise gehört als ein WoW. Ich möchte WoW nicht als besonders negativ darstellen. Ich persönlich halte WoW für ein ziemlich gutes Spiel. Aber es wird halt in der öffentlichen Gesellschaft immer so als das Sinnbild für das MMO-Genre dargestellt. Und da gibt es halt das ewig alte Klischee des, Keller-Nerds und so weiter. Trotzdem finde ich es sehr interessant, dass sie von dem Begriff MMO so ein bisschen abwenden in der gesamten Industrie. Sowohl bei Destiny war es so, dass sie sich eigentlich nicht als MMO bezeichnet haben und zuletzt auch The Division benutzt nicht den Begriff MMO, um sich zu definieren. Da fallen dann immer Begriffe wie Online-Rollenspiel, expansives Elder Scrolls-Rollenspiel oder Multiplayer-Shooter oder der neueste Begriff, den ich da gehört hatte in einem Artikel von meinmmo.de, ein Shared-World-Shooter, was sich wahrscheinlich auf The Division bezog, eventuell sogar auf Destiny. Das würde auch halbwegs passen. Mich würde daher mal einfach von euch interessieren, was ist hier so für euch? Ist das ein MMORPG? Ist das für euch ein MMO von der Begrifflichkeit? Oder wie würdet ihr das Ganze charakterisieren und einordnen? Und damit bin ich dann auch am Ende für die dieswöchige Ausgabe von Elder Scrolls Weekly. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.